Herzlich willkommen zurück bei Die Sportlehre. In unserer Reihe Badminton wollen wir uns heute mit dem Drop beschäftigen. Der Drop ist eine gute Variante, um den Gegner zeitlich unter Druck zu setzen. Viel Spaß dabei. Der Vorhand-über-Kopf-Drop ist ein Schlag, der insbesondere für den Angriff genutzt wird. Die Schlagausführung entspricht dem des Clears, jedoch ist die Schlaggeschwindigkeit langsamer und der Treffpunkt des Balles vor dem Körper, sodass der Ball möglichst knapp hinter das Netz gespielt werden kann. Das Ziel ist, den Gegner zu überraschen bzw. den Gegner zeitlich so unter Druck zu setzen, dass er den Ball erst kurz vor dem Aufkommen annehmen kann, um somit einen tiefen Treffpunkt des Balles zu erzwingen. Es gibt unterschiedliche Arten des Drops. Den schnellen, den langsamen, einen geschnittenen und einen gewischten Drop. Wir beschäftigen uns für den Anfang mit dem langsamen und später mit dem schnellen Drop. Der Drop kann von unten und von oben gespielt werden. Ziel in unserem Video ist es, den Vorhand-über-Kopf-Drop mit Hilfe ausgewählter Übungen zu erlernen und zu festigen. Aufgrund der ähnlichen Schlagausführung wie beim Clear und beim Smash ist der Vorhand-über-Kopf-Drop eine super Ergänzung des Schlagrepertoires und extrem schwierig für den Gegner im Vorfeld zu lesen. Bevor wir jedoch zum eigentlichen Vorhand-über-Kopf-Drop kommen, spielen wir in verschiedenen Ausführungen den Drop von unten. Wichtig bei diesen Übungen ist es, immer wieder in die Ausgangssituation zurückzukehren, um in einer Spielsituation für jeden Schlag des Gegners bereit zu sein. Somit werden an dieser Stelle bereits Grundfähigkeiten und Grundfertigkeiten für das Badminton vorausgesetzt. So ist vor dem Schlag eine leichte, vorgespannte Schrittstellung in einer sogenannten Erwartungshaltung des Balles zu stehen. Hier könnte man mit einem sogenannten Balleimertraining, also einem Partner mit mehreren Bällen, starten. Diese wie auch alle anderen Übungen entsprechen den Prinzipien vom Leichten zum Schweren und vom Einfachen zum Komplexen. Der Übende erhält vom Partner angeworfene Bälle, die er mit einer konkreten Aufgabe zurückspielen soll. Die Trefferflächen können anhand des Feldes formuliert werden oder mit zusätzlichen Markierungen verdeutlicht werden. Wichtig ist, dass mehrere Bälle nacheinander angeworfen werden, sodass hier eine intrinsische Korrektur stattfinden kann. Diese Übung kann man je nach Ausgangsniveau der Schüler ausdifferenzieren. So kann eine Differenzierung beim anwerfenden Partner über ein vorgegebenes Ziel bis hin zum freien Anwerfen stattfinden. Ebenso kann der Schwierigkeitsgrad beim Rückschlag mit Hilfe verschiedener Aufgaben erhöht werden. In einem nächsten Schritt nähern wir uns dem Vorhand-über-Kopf-Drop. Um die Bewegung zu dynamisieren, spielt der Partner einen langen Aufschlag, somit ist der Übende gezwungen, das Zentrum zu verlassen. Dies geschieht in der Regel für Rechtshänder mit der Kombination rechts, links, rechts, nach hinten, wobei das rechte Bein gestemmt wird, um den Schlag technisch sauber zu schlagen. Im Optimalfall ist der Treffpunkt des Balles vorn über dem Kopf. Auch diese Übung kann mit Hilfe verschiedener Aufgaben vom Schwierigkeitsgrad ausdifferenziert werden. Beispielsweise kann der Drop Longline oder Cross gespielt werden. Eine weitere Verschärfung wäre die konkrete Ansage des Partners kurz vor dem Schlag, wie der Ball tatsächlich gespielt werden soll. Auch hier nimmt die Komplexität der Übung zu. Die Dynamik und Variabilität der Schlagbewegung kann hier über die Positionierung des Handgelenkwinkels verändert werden. Aufgabenstellung ist es, verschiedene Ziele in der Nähe der T-Linie zu treffen. Diese Übung kann man auch als Challenge gestalten, indem man Punkte auf verschiedene Trefferflächen bei vorgegebener Schlagzahl gibt. Bei den nächsten Übungen kommen wir bereits in spielnahe Situationen. Bei der folgenden Übung haben wir beispielsweise das Feld längsseitig geteilt und somit begrenzt. Hier ist es wichtig, die vorgegebenen Aufgaben regelgerecht innerhalb des Feldes zu schlagen. In einem nächsten Schritt kann das Feld diagonal geteilt werden. Die Aufgabe ist, den Ball in Kombination von Clear und Drop zu spielen. Die Vereinfachung liegt darin, dass die Schläge einem Muster folgen, beispielsweise lang, lang,
kurz, kurz. Oder lang, lang, kurz, lang, lang, kurz. Da wir bei den Übungen vom Leichten zum Schweren und vom Einfachen zum Komplexen gehen, ist es wichtig, auf die Progression der Übungen in Verbindung zum Leistungsstand der Lerngruppe zu achten. Somit können Aufgabenstellungen zu jeder Zeit angepasst werden. Weitere Zusatzaufgaben nach den jeweiligen Schlägen für bereits Fortgeschrittene wären beispielsweise ein Liegestütz, einmal auf den Boden setzen, eine Längsachsendrehung oder was euch noch so einfällt. Seid kreativ! Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert uns. Ihr dürft unseren Kanal natürlich auch gerne weiterempfehlen. Die typischen Wege brauche ich euch ja nicht zu erläutern. Für Kritik, Anregungen oder Nachfragen stehen unsere Türen jederzeit offen. Schreibt uns einfach unter diesportlehrer@googlemail.com oder besucht uns auf Instagram @die_sportlehrer oder auf YouTube unter #diesportlehrer. Bis zum nächsten Mal, die Sportlehrer. Discover your athletic spirit.